Seine große Liebe hat Harro Schulze-Boysen auf dem Wannsee kennengelernt. Libertas. Sie arbeitet in der Berliner Presseabteilung der Metro-Goldwyn-Mayer-Filmgesellschaft. Lips, wie sie von Freunden genannt wird, ist auf Schloss Liebenberg aufgewachsen. Ihr Großvater war ein enger Freund des Kaisers. Das Schloss und heutige Hotel liegt unweit von Berlin. Ab und an ist auf dem ehemaligen Familiensitz Roberta Böker zu Besuch, die Nichte von Libertas. Ihr ist es ein Herzensanliegen, die Erinnerung an die rebellische Lips lebendig zu halten. Libertas war mit zwei Freundinnen unterwegs in einem Boot und das drohte zu versinken. Und Harro kam als edler Ritter und hat sie also da irgendwie gerettet, war auch mit Freunden auf dem Boot. Und anscheinend hat diese Begegnung sofort gefunkt, Früchte getragen und sie haben wohl sich wirklich ineinander verliebt, sofort. Vom Charakter her waren sie ja sehr gegensätzlich. Libertas, so die lebenslustige, voller Ideen und er eher intellektueller. Und das ist ja das, was eigentlich auch die Rote Kapelle auszeichnet, dass es Leute waren von unterschiedlichen Hintergründen. Und das gab sicherlich die Möglichkeit, auch über einen Widerstand zu sprechen und Sachen vorzubereiten. Aber man musste unheimlich aufpassen, man wurde ja auch beobachtet. Und somit sind sie auch in die Natur, wo ihnen nicht zugehört werden konnte. Libertas und Harro sind mit einem Kreis von Nazi-Gegnern befreundet, ungeachtet seiner Position im Luftfahrtministerium. Literaten, Künstler, Filmleute. Viele kennen sich schon aus der bündischen Jugend. Noch ist die Bezeichnung Rote Kapelle nicht geboren. Und von dem Spionagenetz in Brüssel haben die Berliner keinen Schimmer. Aber Harro sucht nach Gesinnungsgenossen. Neue Kontakte sollen die Basis für den Widerstand verbreitern. Etwa Hans Koppi, der als Dreher arbeitet, und seine Frau Hilde. Dann Arvid Harnack, der im Wirtschaftsministerium angestellt ist, und seine Frau Mildred, gebürtige Amerikanerin. Their strategy was to foster the appearance of support for Hitler's regime. Mon grand-père a reçu des personnes importantes à l'époque allemande où écoutaient. Sie wurden als Teil eines sowjetischen Spionagerings angesehen. Damit waren sie Landesverräter. They decided it was worth the risk. 1949 gibt es einen Bericht, der ist 400 Seiten lang. Der beschreibt, was die Rote Kapelle war und jetzt ist es komplett erfunden. Das war ja alles keine konspirative Organisation. Es waren Leute von unterschiedlichen Hintergründen. None of them were able to separate private passions from the work that they were doing. They knew that this would pose a risk not only to themselves, but also to their friends, to their family. Un jour, étant dans la rue, mon grand-père se sent suivi. Es waren 121 Frauen und Männer, die weggesperrt wurden. They were interrogated daily, tortured. Hilo di Bra ad Suf. Es wurden ja insgesamt fast 20 Todesurteile gegen Frauen gefällt. Darunter eben auch meine Mutter. הייתי רוצה שיזכרו אותה